Hallo, meine kleinen Schnuffelhasen. Wir haben gleich 5:30. Ich bin heute extrem spät aufgestanden. Ich bin erst um nach 11 aus dem Bett. Und habe dann auch gar nicht viel getrieben. Ich habe heute die meiste Zeit versucht, Daten von mir zu retten, weil bei der Neuinstallation von Windows hat Windows eine der Festplatten ziemlich zerschossen. Die gute Nachricht ist, ich werde die Daten oder zumindest die meisten retten können. Die schlechte Nachricht ist, nicht mit ihren Dateinamen, sondern mit einer randomisierten Benennung. Das ist nicht so cool, weil das ein paar tausend Dateien sind, Briefe, Schriftverkehre, Projekte und so weiter und so fort. Und die werden jetzt alle umbenannt und ich werde dann eine ordentliche Mühe haben, das Ganze wieder durchzusortieren. Das wird Wochen dauern. Aber wenigstens werden die Dateien nicht komplett verloren sein. Das ist doch schon mal was. Ja, ansonsten habe ich heute auch wieder ein bisschen CSGO gespielt. Natürlich, irgendwie, dieses Spiel hat einen totalen Suchtfaktor. Und ich werde jetzt gleich nochmal den Patrick von der Arbeit mobilisieren, dass wir nochmal eine Runde zusammen hinlegen. Ja, so sieht das dann aus. Wie gesagt, ich habe dann auch einfach geblockt, weil einfach auch nichts passiert ist. Und diese Vlogs, in denen man nur erzählt, so, ja, ich bin jetzt aufgestanden. Nichts. Ja, ich sitze jetzt hier. Nix. Das ist ja irgendwie auch nichts. Ja, so ist das halt. Es ist heute aber auch eh so ein useliger, grauer Tag. Also, es ist halt vom Wetter her grau und nass und das macht dann halt auch einfach wenig Spaß. Deswegen werde ich mich jetzt wieder ganz entspannt vor den Rechner werfen und eine Runde CSGO spielen und es einfach genießen, dass ich einen Rechner habe, der es kann. Und man muss sich vorstellen, CSGO ist ein Spiel, das 5 Jahre alt ist und wahrscheinlich hätte mein alter Rechner noch Probleme gehabt, es darzustellen. Ja, von daher sage ich da jetzt mal nichts zu und ja, ich hoffe, ihr seid gut und besser und produktiver in den Tag gestartet als ich und wir sehen uns dann gleich. Ich hoffe, da ist jetzt im Ansatz genug Licht vorhanden. Ich war gerade eben bei meiner Großmutter, die hatte vor ungefähr 1,5 Stunden angerufen, dass sie Probleme mit dem Fernseher hat und irgendwie keine Kanäle mehr reinkriegt. Und dann bin ich kurz vorbeigefahren. Das ist halt mit dem Auto keine 10 Minuten von hier. Und da komme ich jetzt gerade wieder. Sie hat mir noch ein bisschen Kuchen mitgegeben. Das ist draußen sehr, sehr windig. Das heißt, wir haben einen Vlog voller Windgeräusche. Ja, auf jeden Fall war ich dann heute tatsächlich doch nochmal vor der Haustür und werde mich jetzt gleich mit Kuchen vor den Rechner chillen und weiter CSGO zocken. Aber erstmal werde ich noch den Vlog von gestern schneiden, den faulen Vlog. Ja, so, jetzt muss ich mal hier euch wegstecken, weil ich die Tür aufschließen muss. Ja, ich habe es mal wieder geschafft, viel zu lange aufzubleiben, bevor ich morgen arbeiten muss. Wir haben jetzt gleich 12:30 und ich könnte seit gut 1,5 Stunden im Bett sein, um genügend Schlaf zu kriegen. Und ich bin bei CSGO versackt und jetzt gerade noch bei den Game Grumps auf YouTube. Ja, es gibt jetzt gerade nicht viel zu erzählen, außer dass ich mich jetzt schleunigst auf den Weg ins Bett machen muss und morgen ein Arbeitstag ansteht und so weiter und so fort. Von daher, Leute, würde ich sagen, macht euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen früh beim Daily Vlog. Ich gehe pennen. Gute Nacht.